Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trends. Ich heiße herzlich willkommen den Kill Bill. Grüßen. Wo bist du lang? Nach oben? Wir müssen da hoch, ja. Und ich heiße herzlich willkommen die Mary. Hallo. Grüßen. Und wir hauen ihm eine Reinsen. Boom, boom. Ja, Version 2.02, Beta Release, Revision 865. Im letzten Part haben wir uns gestritten, ist Hatzinger jetzt männlich oder weiblich. Kill Bill hat dann eine, ich behaupte einfach mal, das ist eine Fangrafik gewesen. Weiß ich nicht ganz genau. Kann ich mir vorstellen, dass es eine Fangrafik ist. Gibt es doch immer wieder auch bei diversen Mangas, Animes, Spielen und so weiter, dass dann ein eindeutig männlicher Charakter auf einmal mit Brüsten gezeichnet wird. Also, die Triaden sind Baumgeister der griechischen Mythologie. Genau genommen sind sie Nymphen, der Eichbäume. Aber der Begriff wurde für alle Baumnymphen üblich. Okay. Ja, Nymphen sind weiblich. Das griechische Wort Dries bedeutet Baum, Eiche. Von der indoeuropäischen Wurzel Derevo, Baum oder Holz. Sie werden als schöne weibliche Wesen vorgestellt. Sieht zumindest meiner Ansicht aus nach weiblich. Ja, genau. Also es ist definitiv weiblich und kann man auch ableiten aus dem Griechischen und hin und her. Und das haut schon hin. Das sind weibliche Baumgeister. War schon immer so und haut vollkommen hin, dass es weiblich ist. Okay. Okay. Sind wir wieder ein bisschen schlauer geworden. Hast du Wikipedia gecrawlt? Ja, logisch. Wenn dann richtig. Ich wollte es dir jetzt endlich mal geben. Oh, jetzt hast du es mir aber voll hinten reingedrückt, ey. Ja, ich weiß schon. Ich hab abgedrückt. Hast die volle Füllung bekommen. Ja. So. Die Popo-Füllung. Ja, mit Popo. Keine Zahnfüllung. Nee, keine Zahnfüllung. Die kriegst du später. Die kriegst du hinterher. Nach der Popo-Füllung. Das wird langsam echt verrückt, ey. Ohne Scheiß. Ja, das ist langsam. Ohne Scheiß. Mal ganz jugendfrei. So, ja, das ist doch wie sportfrei, oder? Ey, guck mal, vielleicht noch ein Teil. Guck mal, das ist die Insel des Vergessens. Ja, da waren wir doch schon. Haben wir schon alle, oder was? Ja, freilich, hallo, wir sind ja auf der Insel des Vergessens. Was denkst denn du hier? Mann, wir sind ja nicht übelst die Noobs. Ey, ohne Scheiß, wir sind voll weit, ne? Ja, das war's. Nun können wir das Tor zum Heiligen Land öffnen, Junge. Oder Zeit, Ey, echt, wir sind kurz am Ende. Voll krass, wa? Ja. Ohne eure Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Danke für alles. Gern geschehen, mach's gut. I'm sexy and I know it. Die Kraft des Mana schwindet, aber ich glaube, wir sind noch rechtzeitig angekommen. Das glaube ich auch. Mana Geister, bitte helft mir. Muhahaha. Sieh, heul macht die Fee, guck mal. Boah. Komm, du machst noch Rocky, wie habe ich Rocky nochmal sprechen lassen? Lustig. Hui, 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 auf dass ihr es schafft. Ich gebe euch meine Kraft. Hahaha. Los geht's. Let's go. Elektra ist, glaube ich, auch weiblich. Oh, es kann loslegen. Es kann losgehen, meine ich. Ich bin bei euch, was auch immer geschieht. Jo. Ich bin noch voll im Takt von Rocky. Jo. Oh. Los, Kibbel, du bist Nocturne, jetzt einfach mal so aus Spaß. Jo. Ich beschwöre die Kräfte der Dunkelheit. Ich gebe mein Bestes. Mary hat ja voll am meisten zu tun, ja. Eigentlich nicht. Wir sind die Letzten, los. Wir sind das Letzte. Ich bin unsicher, aber ich werde es versuchen. Eigentlich sieht man, dass es weiblich ist. Auch die großen Augen. Nein. Und so. Das ist ein Transvestit. Männer haben kleine Augen. Ursprünglich männlich. Voll die Bubble. Wusch. Nee, da kommt bestimmt gerade coole Musik. Pick, hörst du die überhaupt? Ich höre was, ja. Immer nur. Und das war's. Oh, ich bin zu schwach. Wir haben es fast geschafft. Fee, versuch es weiter. Go for it. Oh, fast. Was, fast? Fast. Was? Ach so, fast. Oh, fast. Fast. Oh, fast. Fast and furious. Alles in Ordnung? Du hast es fast geschafft. Streng dich an, alte Kuh. Ich danke euch. Aber Mana ist nicht stark genug. Ich versuche es noch einmal. Okay. Go for it. Go for it. Göttchen, gib mir deine Stärke. Fee. Jetzt geht's ab. Los, schaut die Fee doch ein bisschen an. Ist ja aufgefallen, dass bei den Steinen unten schwarz wird. Ja, weißt du, warum? Weil nicht genug Teile übrig sind.
Ist noch getrübisch, weil der Layer gerade benutzt wird. Ja. Der Layer, der eigentlich für den Wasserfall, also dieser Schatteneffekt ist, ja, das ist ja ein Schatteneffekt. Du hast die Fähigkeit gefeuert, deswegen haben wir es geschafft. Ja. Ja. Das ist, wie gesagt, der Schatteneffekt, das ist ein Layer. Und dieser Layer wird benutzt, bei, aber derselbe Layer wird, muss quasi benutzt werden, weil es auch so eine Art Schatteneffekt benutzt wird, ist dieser, dieser Ball da gewesen. Ja. Und deswegen ist es dann auf einmal schwarz geworden. Warte! Nein! Ich war das nicht! Ich habe nichts gemacht! Cool. Das Tor hat sich von alleine geöffnet? Das riecht nach dem komischen Clown-Typi. Das muss bedeuten, dass die Energie der Mana-Steine freigesetzt wurde. Fuck. Ihre Kraft vereint mit meiner, deshalb hat sich das Tor zum Himmel geöffnet. Oh mein Gott. Wieso habe ich bloß ein ungutes Gefühl dabei? Das könntest du wirklich sein. Ja, das passt. Oh mein Gott. Das die so Welt wird untergehen. Aber ist ja nicht schlimm. Okay. Wir fliegen jetzt mit dem coolen Schiff nach oben. Nein, halt, das sind nicht wir. Warum ist denn das nicht Lufti? Ja, stimmt, was ist denn das für ein Schiff? Das ist das Mana-Schiff. Quatsch nicht rum. Das habe ich noch nie gesehen. Irgendwie sagt mir das jetzt gerade gar nichts mehr. Das ist voll Steampunk, Alter. Ja, irgendwie. Der Schatteneffekt war immer mal da, mal weg. Sie werden direkt auf dem runden Regenbogen landen. Nein! Nein, sie werden. Das Schiff wird uns. Ba, 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 ba. Vorsicht! Es kommt. Bam! Voll in die Fresse. Alter, so ein Schiff, ey, das musst du auch erstmal kriegen. Ist das korrekt so mit den Klammern? Das Ding war. Die waren schon ein bisschen komisch. Ja, ne? Wer ist das? Corin? Ja. Ja, das ist der Typ. Die Energie der Mana-Steine konnten wir nun endlich dank der Mana-Geister freisetzen. Jetzt können wir mit der Gigantes, aha, durch das Tor fliegen. Das ist die Gigantes, die MS Gigantes. Aha. MS Gigantes. Hier, ich habe ein kleines Geschenk für euch. Stimmt, eine schöne Zeitbombe oder so ein Scheiß. Ja klar, boom. War ja klar. Das war komisch, ne, mit den Klammern da hier. Bin ich jetzt nicht so ultra kreil. Kreil? Ultra kreil. Das ist eine Mischung aus geil und krass, das ist kreil. Ja, kreil. Neue genau. Wortschöpfung. Ja, mach du mal deinen Todesmord. Mein lieber Bieskönig, das Tor zum Heiligen Land ist offen. Dies ist unsere Chance, das Mana-Schwert zu erlangen und die Menschen ein für alle Mal zu vernichten. Ich bin ein blöder, komischer Kobold. Stimmt ihr mir zu, mein Lord? Mein Lord? Mein Lord. Tu, was du für richtig erachtest. Das ist es, was ich hören wollte. Meine lieben Beastmänner, lasst uns aufbrechen. Eine neue Ära für das Beastkönigreich steht bevor. Dö, dö, dö. Dö, dö. Voll der Angriff. Voll der Tod ist noch. Guck mal, wie der aussieht. Voll der Klammer. Wo sind wir? Da ach, links. Da links. Und vorne ist der Beast-König. Mr. Luger. Ach nee, Luger ist, oh, ja, nee, Luger ist es nicht. Luger ist doch ein Babyman. Nee, das ist der Lex Luger. Lex Luger. Lex Luger. Ich bin der Todesnarr. Jagan, was ist los? Jagan. Machst du? Das Tor zum Heiligen Land wurde früher als erwartet geöffnet. Das ist ein Vampir. Ich bin ein Vampir. Ich hoffe, alles ist vorbereitet. Genau. Wie meinst du das? Natürlich sind wir bereit. Wie geht es dem dunklen Prinzen? Ja, also... Ich kann das nicht genau sagen, ich guck mal ihm nach. Ihm geht's nicht gut, befürchte ich. Er starb bei dem Versuch, das Tor alleine zu öffnen. Ich verstehe. Verstehst du gar nicht? Natürlich. Dann läuft alles nach Plan. Nein, läuft's gar nicht. Ich habe ein Luftschiff vorbereitet, um das Tor zu durchqueren. Wenn wir versagen, werden wir den dunklen Prinz oder die Unterwelt niemals wieder erleben. Wiedererbeleben. Wieder irgendwas. Niemals wiederleben. Wieder, ja, so genau. Cool. Sieht aber nicht so aus.
Mit Luftballons. Das zeigen sie mir echt, ey. Halt so ein typisches Frauenschiff. So ein typisches Klassikerschiff. Da fehlen auch Pinkel. Pinkelluft. Ja, ne? Es müssen Pinkel. Ja, oder Hello Kitty. Oh ja. Ja. Ballons. Die Hallo-Kätzchen-Frau. Miau. Jetzt auf Ultra Special Move. Ein Video auch alle Hello so Kids ganz Move. Genau, punktgenau dort landen, ja. So, und jetzt haben wir drei Parteien, die dort an diesem blöden Tor sind. Ja, die wollen ja alle die Macht haben. Und wir liegen noch wie blöde da rum. Also mit der Beast-König will die Macht und wir wollen sie mehr oder weniger auch so ein bisschen. Ja. Kriegen alles in die Fresse. Gut. Ich kann noch fliegen. Kommt, schwing an, alle cool. Geht es euch gut? Ja, wir sind doch da blöd rumliegen, hallo? Ach, wir stehen auf. Wir dürfen denen doch nicht das Schwert überlassen. Wir folgen ihnen. Und ich frage mich überhaupt nicht, was hier los war. Aber Tor, zu hoch, kommen nicht hin. Ja, guckt. Geil. Vater der Geflügelten. WTF, ja. Ich erkläre es euch. Auf dem Gipfel des höchsten Berges von Rolante lebt eine Kreatur, die man den Vater der Geflügelten nennt. Mhm. Vielleicht kann er uns helfen. Ah, das ist so ein Vogel wie aus Avatar. Mhm. Es ist ein Versuch wert. Lasst uns nach Rolante gehen. Oh ne, ihr wollt mich verkackscheißen, oder? Doch mal. Ey, wir gehen einfach zu Kanoni oder Bon Voyage, ja? Und dann ist das doch viel cooler. Nee, wir müssen da hinschiffern. Flöte, die Löwe. Irgendjemand fliegt ein Flugzeug vorbei, oder? Naja, das ist das Luftschiff. Vielleicht ist es auf der Karte. Nee, bei dir fliegt ein Flugzeug vorbei, oder? Ja, bei mir fliegt ja gerade irgend so ein blödes, dummes Kackerflugzeug vorbei, ja. Das sind die Special Effects von Secret of Mana 2. Ja, genau. Die sind surreal. So real. Die sind voll surreal. So, wo ist denn jetzt hier fucking Rolanta, ey? Jetzt musst du Pro sein, jetzt musst du es wissen. Ich glaube, da wird es sein. Wir waren doch genug da. Komm, wir gucken mal, ob hier Rolanta ist. Wenn nicht, tun wir uns mit der Bombardierkanone. Ich glaube, du weißt schon. Vielleicht sind wir sogar fast richtig. Ja, wir sind, glaube ich, richtig. Jetzt rechts und dann in die Kanone. Goldene Straße. Alle sind volle Noob-Gegner. Die tun uns erstmal. Wo sind wir jetzt? Maya. Ne, wir sind richtig. Lass mal die Kanone, dann sind wir doch da. Ey, geile Idee. Voll krass, ey, Alter. Vielleicht kann der uns halt wirklich direkt da hoch katapultieren. Ey, der hat doch so ein geiles Ding. Aber. Anscheinend haben die Leute viel zu viel Angst. Nee, zu viel Angst. Meine Kanonen reiset Routen zu nutzen. Jedenfalls. Wenn ihr. Wollen wir jetzt gleich im Chor sprechen? Synchron machen. Jedenfalls, wenn ihr wieder nach Forsena wollt, geht nach draußen. Hat nicht so ganz geklappt, aber egal. Achso, wir wollen so echt synchron machen. Nee, wir wollen doch gar nicht nach Forsena, wir wollen nach Rolante. Wir wollen nicht nach Forsena. Ja, warte mal. Rolante war doch da, wo Paolo oder so war, irgendwie Paolo. Müssen wir nicht mit dem Schiff rein? Ja, lass uns mal mit dem Schiff gucken. Arr! Ja, stimmt, der hat auch mal verliehen. Willkommen auf der unabhängigen Stadt Brach. Brachstadt. Brachstadt. Jad geht das schon. So, komm mal hier, Opel. Opel. Nach Jad. Nein, wir wollen auch nicht nach Jad. Nein. Ja, warte, nein. Wir wollen nach Rolante, du Kacker. Wie jetzt? Das eine ist Paolo und das andere ist Jad. Ich glaube, wir müssen nach Paolo. Warte mal, Rolante, ist das nicht die Stadt, wo wir jetzt hinkommen würden? Nee, Rolande ist die Stadt, wo wir da auf den Berg mussten. Ja. Welcher Berg? Na, der Berg, wo wir dann mit dem Luftzeug da... Wo wir die Dinger da immer den Luftzug umstellen mussten. Ja. Wo wir eingeschlafen sind auf der Blumenwiese. Mhm. Ja, aber davor kommt ja noch eine normale Stadt und die ist... Ja, wie hieß die? Haben wir jetzt hier nicht irgendwo mal schnell eine Map oder so? Fuck mal. Ey, ich glaube wirklich, wir waren richtig, wir hätten uns nach Paolo schießen müssen lassen. Nee, komm, ey, nicht hier. Lass mal nochmal rein. Der hat uns nach Forsena schießen wollen. Was, Forsena? Ja, der wollte uns nach Forsena schießen. Nee, Forsena ist nicht. Paolo war es, die Stadt. Nein, davor. Der hat aber Forsena gesagt. Gesorgt. Ja. Wollen der uns hinfahren? Der wollte uns nach Jad fahren. Ach so, nee, dann Paolo müssen wir. Was denn das? Orientierungslosigkeit. Fuck. Jetzt sehen wir den Super Mode 7. Jo, guck mal. Wow, Mode 7. Oh, Wahnsinn. Und im Gegensatz zu Sega ist dieser Effekt real. Wir hatten doch hier bei Sega Dingenskirchens irgend so eine coole
was angepriesen, was es gar nicht gab. Keine Ahnung. Also in England auch nicht. Fuck. Halt, nein, nicht immer im Kreis fahren. Ja, jetzt gucken wir mal ein bisschen. Tja, Leute, dann würde ich mal sagen, wir unterbrechen erst mit diesem Part. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder, wenn es wieder reißt. Let's play Secret of Mana 2, der deutschen Besetzung von den G-Trans. Und hoffentlich haben wir bis dahin gefunden, wo Roland liegt. Yo, 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 man. Skid up. Also, macht's gut, bis dahin und schausen. Tschüss.